This is Europe Remembers on Tour. And this special tour is dedicated to the Holocaust and forced labor victims. With this tour, we will visit different locations related to the Holocaust in Germany and Poland. But on day one, we're going to visit at former concentration camp Buchenwald. And we have a guided tour by the interim foundation director, Philipp Neumann. Das Lager Buchenwald liegt oberhalb der Stadt Weimar auf dem Ettersberg und hatte eine Ausdehnung von mehreren hundert Hektar. Die Häftlinge, die hierher verschleppt worden sind durch die SS, mussten alles aufbauen, was man damals hier sehen kann. Einzelne Relikte können wir heute noch sehen, also alle Strukturen, alle Wege. Der Wald musste gerodet werden. Sie mussten die Gebäude bauen. Und das KZ Buchenwald war ein Lager der zweiten Generation, wie auch beispielsweise Dachau und Sachsenhausen. Das heißt, es war kein Lager, was durch Zufall irgendwo entstand, sondern es wurde projektiert, auf dem Reißbrett entwickelt und hier dann als Bau so umgesetzt. Es gibt im Kern das sogenannte Häftlingslager, wo also die Gefangenen hinter mit Strom geladenem Stacheldraht eingepfercht waren, in Baracken. Und dann hat sich die SS außerhalb dieses Häftlingslagers einen eigenen Bereich errichten lassen. Der umfasste hier in Buchenwald Unterkunftsgebäude für die SS-Wachmannschaften. Die SS hat sich einen Zoo bauen lassen, der gleich neben dem Krematorium außerhalb des Stacheldrahtzauns gelegen war. Dort ist beispielsweise der Lagerkommandant Karl Otto Koch mit seinem jüngsten Sohn spazieren gegangen. Wir haben Fotos davon, wie er eben das Bärengehege besucht oder das Rotwild, was die SS dort zur eigenen Belustigung hatte. Die SS nutzte wie in anderen Lagern auch ein perfides System, indem sie ihre Macht, Teile ihrer Macht an einzelne Häftlinge übertrug, die sogenannten Funktionshäftlinge. Die Besonderheit in Buchenwald ist, im Konzentrationslager Buchenwald ist, dass nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs vor allem politische Häftlinge in diese Funktionen gelangten, sich ganz bewusst entschieden, diese Funktionen zu übernehmen. Und die Kommunisten und andere politische Häftlinge haben ihre privilegierte Stellung in den Funktionen im Lager genutzt, organisierten Widerstand zu etablieren. Das heißt, sie haben sich untereinander kontaktiert, sie haben über Ländergrenzen, über Nationengrenzen hinweg Kontakt gehalten und Pläne entwickelt, was sie tun würden, wenn die SS das Lager am Ende des Krieges auflösen würde. Und das hat dazu geführt, dass beim Ende der Übergang in die Zeit nach der SS sehr geordnet gelaufen ist. Das heißt, diejenigen, die vorher die Verwaltung innerhalb des Lagers innehatten, die Funktionshäftlinge, die politischen Häftlinge, haben nach der Befreiung diese Organisation weitergeführt. Und sie haben erreicht, dass nicht in den Wirren des Lagerendes noch zusätzliche Opfer zu beklagen waren, wie das an anderen Orten leider der Fall gewesen ist. Und sie konnten auch verhindern, dass die SS das Lager komplett evakuiert. Es sind zwar von den fast 50.000 Menschen, die Anfang April 1945 in Buchenwald waren, über 20.000 noch auf Transporte und Todesmärsche geschickt worden, aber es konnten eben die Befreiung hier im Lager über 20.000 Menschen erleben am 11. April 1945. Und am selben Tag um 15.15 Uhr war die Herrschaft der SS auf dem Ettersberg bei Weimar über das Konzentrationslager Buchenwald endlich beendet. Um 15.15 Uhr, auf diese Uhrzeit, ist die Lageruhr auf dem Hauptgebäude des Tores angehalten worden. Und sie steht an dieser Uhrzeit noch heute. Am 19. April 1945 haben die Überlebenden eine erste Trauerfeier für die Opfer des KZ Buchenwald organisiert und aus diesem Anlass einen hölzernen Obelisken errichtet, auf den wiederum ein Denkmal aus dem Jahr 1995, was an der gleichen Stelle
errichtet worden ist, Bezug nimmt. Das Denkmal auf dem ehemaligen Appellplatz, was wir heute hier sehen können, das markiert mit Metallwinkeln die Umrisse des Podests des Denkmals von 1945 und es bildet in der Mitte auf einer Metalltafel, die sommers wie winters auf menschliche Körpertemperatur auf 37 Grad erwärmt wird, bildet sie gewissermaßen die Draufsicht auf diesen Obelisken. Und auf dieser Metallplatte sind alle Länder und Häftlingsgruppen eingraviert, von denen wir wissen, dass die Nazis sie ins KZ Buchenwald verschleppt haben. Buchenwald ist seit den 50er Jahren eine Gedenkstätte und alles, was an Gebäuden damals erhalten geblieben ist, können Besucher heute sehen. Wir können auf dem ehemaligen Häftlingslager zum einen die Ausmaße dieses Lagerteils ganz gut erkennen und es sind einzelne Gebäude stehen geblieben. Wir stehen hier vor dem ehemaligen Krematorium des KZ Buchenwald. Das hat die SS ab 1940 hier errichten lassen, um die Leichname der ermordeten oder verstorbenen Häftlinge noch einfacher beseitigen zu können. Und dieses Krematorium hat eine insofern bemerkenswerte Geschichte, als dass es von einer Firma ganz in der Nähe konzipiert worden ist, von der Firma Topf und Söhne, die der SS, als die Anfrage kam, nicht etwa solche Anlagen angeboten hat, wie sie in der zivilen Feuerbestattung benutzt werden, sondern sie haben auf eine andere Produktlinie zurückgegriffen, auf Müllverbrennungsöfen. Das heißt, dieser mittelständische Betrieb aus Erfurt, das ist 20 Kilometer von hier, hat sofort verstanden, worauf es ankommt und hat dann diese Technik immer weiterentwickelt, die dann zum Schluss auch in Auschwitz, im Vernichtungslager Auschwitz, zum Einsatz gekommen ist. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Gebäude, eine ganz wichtige Struktur, die hier erhalten geblieben ist, das Krematorium, in dem sehr, sehr viele der 56.000 Menschen eingeäschert worden sind. Insofern sehen wir unsere Aufgabe gerade auch darin, die Mechanismen zu erklären, nicht vom Ende her, nicht vom Massenmord an den über 6 Millionen Juden, sondern wir versuchen, die Anfänge den Menschen plausibel zu machen, zu fragen, wie kommt es dazu, dass eine Gesellschaft sich so entwickelt, dass mitten in ihrem Zentrum Konzentrationslager gebaut werden. Wie kann es sein, dass 10 Kilometer von Weimar, dem Zentrum der deutschen Klassik, des Humanismus, so ein Lager, wo Ausgrenzung und Gewalt herrschen, gebaut wird? Und wir fragen also nach den gesellschaftlichen Mechanismen. Wir fragen danach, was haben Verschwörungsideologien damit zu tun? Eben beispielsweise die Vorstellung von einer jüdischen Weltverschwörung. Wie werden Menschen, Wähler in einer Demokratie dazu gebracht, eine extremistische Partei, eine rechtsextreme Partei zu wählen? Und wenn diese Partei einmal an der Macht ist, was passiert dann? Wie kommt es, dass Unternehmer aus Weimar, aus Erfurt, aus den umliegenden Ortschaften Geschäfte machen mit der SS, die hier Tausende von Menschen einsperrt? Wie kommt es, dass beispielsweise die Firma Topf und Söhne, die die Krematoriumsöfen geliefert hat, optimiert hat, wie kommt es dazu, dass sie, obwohl sie wussten, was in den Lagern passiert, dass all das getan haben? Das sind die Fragen, die wir stellen, wo wir Angebote machen anhand der Quellen, der Berichte der Überlebenden. Wie können diese Fragen beantwortet werden? Wir versuchen damit aufzuzeigen, die Nazis sind ja nicht vom Himmel gefallen. Ja? Sie kamen nicht vom Mond oder vom Mars, sondern sie sind in der Mitte der deutschen Gesellschaft groß geworden und es hatte Gründe. Und einige dieser Mechanismen, einige dieser Ideologien, Rassismus, Ausgrenzung, Verschwörungsmythen sind heute noch aktiv. Und wir versuchen gerade den jungen Menschen die Frage mit auf den Weg zu geben, was kann ich tun, damit das, was damals passiert ist, heute nicht wieder passiert.